Post, die nächste Post lese ich euch gleich mal vor. Jetzt geht's erstmal weiter mit André und André ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Ja, André. Auch eine Geschichte zum Thema Gestank. Richtig, rein von Berufswegen her. Ich bin Rettungsassistent beim Roten Kreuz. Ja. Und ja, seit viereinhalb Jahren und hatte vor einem Jahr, schon wie im Vorgespräch erklärt, ein Jahr einen Einsatz bei einem Messi. Mhm. Also jemand, der völlig verkommt in der Wohnung, nicht aufräumen kann, nicht putzen kann unter Umständen und so weiter. Ne? Richtig, richtig. Also bis dorthin konnte ich mir selbst noch nicht so ganz ein Bild davon machen, wie so ein Messi lebt, aber das hat dann natürlich mein Denken in dieser Hinsicht mal ein bisschen erneuert, sage ich mal so, weil es war eigentlich vom Gestank her eine neue Definition für mich, was Gestank angeht, weil man am Anfang gar nicht unterscheiden konnte, was war jetzt der Patient oder was war jetzt vom Zustand der Wohnung her. Wer hat euch denn alarmiert? Wir wurden von der Leitstelle alarmiert, beziehungsweise die Nachbarn haben sich nach zwei Tagen Gedanken gemacht. Die Nachbarn, weil er selbst Pflegefall war und nichts mehr von sich hören ließ und die vom Zustand des Patienten wussten und dann die Polizei alarmiert hatten und also, die eben uns dann. Dann seid ihr eingedrungen in diese Wohnung. Richtig, richtig. Und der Patient lag auch noch in der Wohnung. Ja, nachdem wir erstmal suchen mussten, weil so wie sich im Nachhinein rausgestellt hat, wollte er irgendwie aus so einem riesen Zeitungsstapel eine Zeitung herausziehen, dann fiel das Ganze zusammen und er lag dann zwei Tage eben darunter. Er lebt aber noch. Ja, ja. Mehr oder weniger so dem Mund, also er war kaum ansprechbar. Ja. Was für ein Bild zeichnete sich denn so ab? Was habt ihr gesehen, als ihr da reingekommen seid? Wie viel Zimmer hatte die Wohnung? Moment. Er lag so zwischen Gang und Wohnzimmer. Das waren zwei Zimmer, Küche und Bad, schätze ich. Beschreib mal, was du da so gesehen hast, als du reingekommen bist. Sehr viel Unordnung. Also wenn man reinkam, Kleidungsstücke, stapelweise Zeitungen und Essensreste. Also das Erste, worum man sich da Gedanken gemacht hatte, erstmal irgendwie was vor den Mund zu halten, weil... Also so beißend und so stark war der Gestank. Richtig, richtig. Es war also wenn Essensreste da sind, das heißt ja, da war auch Fäulnis in der Luft und Verwesung von Fleischresten richtig. Vielleicht oder so. Richtig, richtig. Also die Fleischreste, das war also vom Küchenbereich her. Also das Irritierende daran war, es war eigentlich noch so in diesem Chaos eher geordnet. Also in allen Räumen gab es dann unterschiedliche Szenarien. Wie in der Küche waren eher so die Lebensmittel und Teller und aber alles durcheinander und man kann sich das vorstellen, dass diese Wohnung vollkommen vermüllt war, kann man das so sagen? Richtig, richtig, also total vermüllt. Das war dann im Nachhinein auch so, dass das Ganze dann ja geschlossen wurde, also die Wohnung wurde dann versiegelt, nachdem der Patient im Krankenhaus war, weil die war unbewohnbar. War denn dieser Mensch, war es ein Mann? Ja, es war ein Mann. War dieser Mann noch ansprechbar oder war der mittlerweile schon bewusstlos? Dadurch, dass er ja zwei Tage in diesem warmen Klima, sage ich mal, gelegen hat, war er auch sehr ausgetrocknet und weil er nichts zu trinken hatte und musste erst dadurch Volumen zugeführt bekommen, war am Anfang sehr stark unterzuckert, dadurch, dass er eben halt keine Flüssigkeit zu sich bekam. Also war bewusstlos? Ja, also kaum ansprechbar. Ja, ja. Wahrscheinlich hat dieser Mann ja in diesen zwei Tagen auch unter sich gemacht und das hat das Seinige dann dazu getan. Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Also wie gesagt, am Anfang war nicht abzugrenzen, ist das jetzt die Wohnung oder eher. Also ich habe eigentlich schon bei sehr vielen Einsätzen immer gedacht, das ist jetzt so vom Geruch her das Schlimmste, was du hast. Aber bei manchen Einsätzen muss man seine Grenzen immer wieder neu stecken. Wie lange habt ihr euch in dieser Wohnung aufgehalten? In dieser Wohnung circa eine Dreiviertelstunde. Ist ja dann doch auch eine lange Zeit, wenn man einem solch extremen Geruch ausgesetzt richtig, ist. Richtig, richtig. Also hast du zwischendurch mal gedacht, ich werde jetzt ohnmächtig oder ich muss rausrennen, ich kann das nicht? Ohne da jetzt irgendwie negativ zu klingen, aber wir haben uns fast immer abgewechselt mit dem Rein- und Rausgehen. Selbst die Notärztin, die dabei war, die das ja schon längere Jahre macht als ich. Und selbst für sie war das schon extrem. Also wir waren dann auch froh. Wenn man in einem solch schlimmem Gestank steckt, wie atmet man dann? Durch die Nase oder durch den Mund? Durch den Mund. Aber ist das nicht auch ekelhaft, dass man das Gefühl hat, man schmeckt quasi diesen... Man kriegt das in den Mund rein quasi, diesen Gestank und all das Eklige, was damit verbunden ist?
Man hat auch lange nach dem Einsatz noch daran zu knabbern, weil man irgendwie denkt, man kriegt den Geschmack oder Geruch oder sonstiges nicht mehr aus der Nase oder aus der Kleidung oder so. Ich glaube, ich würde dennoch durch die Nase atmen, weil ich das Gefühl hätte, das wäre mehr gefiltert, als wenn ich das direkt so in den Mund reinziehen würde, die Luft. Ist von Situation zu Situation unterschiedlich, weil wenn ich mir zum Beispiel anschaue bei Leichenfunden oder so, da ist es eher durch die Nase, weil das ist eher so ein süßlicher Geruch. Und da in dem Moment, also es ist immer von Situation zu Situation unterschiedlich. Gab es in dieser Wohnung auch schon Ungeziefer? Hast du irgendwas gesehen? Ich denke schon, also es hat zwar gekreucht und gefleucht, aber ich weiß nicht, ob das jetzt eher seine, in Anführungszeichen, Haustierchen waren oder so, aber... Was kreucht und fleuchte denn da? Ich denke eher so Silberfischchen oder so, also schon Anzeichen für Unhygiene. Klar, und ihr hattet ja auch anderes zu tun, als in die Ecken zu gucken, ob da Kakerlaken... Ja, natürlich. Ihr wart ja damit beschäftigt, diesen Mann da wieder zu beleben und irgendwie rauszuholen, ne? Das war ja richtig, eure Aufgabe. Also wiederbeleben eher weniger, aber... aber zu versorgen damit, medizinisch, ja. Ne? Ja. Erstmal damit beschäftigt, um ihn zu suchen, war mal am Anfang. Ach so, um ihn zu... Ach so. Weil man musste ihn ja erstmal unter diesen Zeitungsstapel, nachdem wir das rausgefunden hatten, unter den Zeitungsstapel befreien und konnten uns dann erst an die Arbeit machen. Habe ich gerade gefragt schon, wie alt der Mann war? Ich glaube nicht. Wie alt war er? Ich schätze so jetzt im Nachhinein, wenn ich nochmal überlege drüber, so schätze so um die 40. Um die 40, also war gar nicht so ein alter Mann. Ja. Also ich denke das ja auch, dass gerade in eurem Job ihr sehr, sehr oft mit so etwas konfrontiert seid, ne? Mit schlimmen Geruchsphänomenen, ne? Und Ereignissen. Richtig, also was zum Beispiel auf Verkehrsunfällen oder so, dann ist es ja häufig der Geruch des Blutes oder so. Oder verbrannte Menschen, ne? Das ist dann also eigentlich das Schlimmste, was man eigentlich haben kann. Hast du das auch schon mal erlebt? Ja, leider. Also das muss ich mal fragen, also man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Wie riecht denn ein verbrannter Mensch? Wie riecht das? Riecht das so, als würde sonst Fleisch verbrennen? Nee, nicht ganz. Also das ist schon vom Geruch her intensiver. Also kann man eigentlich schwer beschreiben. Also ich sag mir, lieber lasse ich eine Bratwurst verbrennen, als um das zu riechen, als einen Menschen. Weil auch aus dem Rettungswagen kriegt man den Geruch ewig immer raus, wenn man den mal drin hat. Ja, und dann auch das Bewusstsein, das ist jetzt der Geruch eines verbrannten Menschen. Das ist ja noch, das steigert das Ganze ja noch enorm, ne? Na, das zehrt vor allen Dingen an der Psyche. Des jeweiligen Rettungsdienstes oder so. Also sind schon welche von den heftigeren Einsätzen. Dennoch willst du den Beruf weitermachen? Ist es dein Ding? Ja, natürlich. Ja. Also mein absolutes Ziel soll irgendwann mal die Luftrettung sein. Ah ja, da wirst du natürlich auch mit vielen schlimmen Sachen konfrontiert. Aber ich sage ja immer, wenn ich mit Leuten so aus eurer Berufssparte rede, wie gut, dass es euch gibt und wie gut, dass ihr so gute Arbeit leistet. Dankeschön. Danke für deinen Anruf und alles Gute. Ja, frohe Weihnachten. Danke dir auch, André. Tschüss. Ja.